Das sind die Wallis Nachrichten vom Samstag, den 13. September 2008, mit diesen Themen hier. Das Geschichtsmuseum Zito ist neu eröffnet, das Grächen ist das Treffen von Jungmusikanten und der Europäische Tag vom Deichmal kommt euch im Wallis gefeiert. Schön, seid ihr mit dabei. Am Samstag war die offizielle Neueröffnung vom Geschichtsmuseum Wallis Zito. Nach 20-jähriger Restaurationsarbeit erscheint das Museum jetzt in neuem Glanz. Der neu gestaltete Rundgang bietet in 25 modern eingerichteten Räumen einen Blick auf die Walliser Kulturgeschichte vor über 30'000 Jahren bis heute. Trotz der Neueröffnung zum 125-Jahr-Jubiläum dauern die Arbeiten im Schloss Valeria vermutlich nur bis 2012. Am Wochenende ist das Grächen das 7. Treffen mit Ländler Jungmusikanten und einem Ländlermarkt. Das Schlechtwetter hat die Stimmung nicht getrübt, wie der OK-Präsident Hans Leuenberger erklärt hat. Insgesamt 100 Musikformationen aus der ganzen Schweiz haben ihre Kennen unter Beweis gestellt, der Gastkanton war Freiburg. Verschiedene Musikstile sind da dabei vorgetreten, so unter anderem traditionelle, urchige und volkstümliche Ländlermusik. An diesem Wochenende hat sich Wallis zum 15. Mal am Europäischen Tag vom Deichmal beteiligt. Insgesamt 48 Länder aus allen Regionen Europas haben den Tag vom Deichmal durchgeführt. Im Wallis ist der Tag anhand von 15 Objekten vorgestellt worden. So hat man sich im Oberwallis unter anderem beim Hotel Ofenhoren zu Binn, im Safran-Museum zu Mund und auf dem Furka-Pass im Hotel Belvedere getroffen. Am Freitagabend war eine grosse regionale Atemschutzübung im Kraftwerk Elektramassa zu Bitsch. An der Übung haben alle vier Wehren vom Bezirk östlich Raro teilgenommen. Insgesamt absolvieren die Atemschutzträger 6 Übungen pro Jahr. Laut den Verantwortlichen geht es bei solchen Grossübungen darum, sich unter dem Sand besser kennenzulernen, für den bei einem Grossereignis besser zusammenzuarbeiten. Grau, grau, grau sind die Wolken. Ob sie ist die nächsten Tage euch noch mit ihrer Anwesenheit beehrend. Wir sagen es kann im Walliswetter. Der Samstagmorgen war dunkel, grau und verregnet. Das seht ihr euch hier auf dem Bild von Saltgäsch. Wer meint, nach dem leiden Samstag käme es am Sonntag wieder schöner, der ist leider auf dem Holzweg. Am Sonntag bleibt es bewölkt und obwohl die Sonne immer wieder durchmacht, gibt es gleich nur Temperaturen von bis zu 14 Grad im Rhonetal. Am Montag bessert es dann schon leicht, es bleibt zwar relativ kalt, aber wenigstens zum gröbsten Teil noch trocken. Hier die Prognose für die nächsten 4 Tage. Man erkennt einen schönen Verlauf, es kommt immer wie schöner. Gegen die Mitte der Woche haben wir die Höchsttemperatur von bis zu 17 Grad. Nachher kommt es leider schon wieder schlechter. Gegen Ende Woche gibt es auch bis zu 17 Grad, aber es kann dann schon wieder regnen. Das war es mit den Walliser Nachrichten. Habt trotz der Wetterprognose eine schöne Zeit.